Blau kommt Anything, grün kommt B, Only Sinister. Wenn jetzt einige fragen, warum dass ich das so mache, gleich die Erklärung dazu. Stellen wir noch schnell den einen ein. Und zwar zack, auch hier, Anything, B und Only Sinister. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war auch in der alten Staffel so. Und zwar, es kann die Möglichkeit bestehen, dass eine Sinister sich zurück zu verwandelt in eine Noble oder halt zurückverwandelt in die vorige Biene. Und nicht, dass der mir irgendeinen Scheiß produziert, habe ich zu ihm gesagt, er darf mir nur Sinister reinhauen. So, das heißt jetzt, ich nehme jetzt mal die ganzen Comps raus. Da sind sie schon draußen, sehr schön. Au. Sehr schön, die läuft jetzt auch. Und jetzt muss ich auch vor allem nur noch an diese Kisten hier gehen. Da komme ich sogar von weiter weg ran, ohne dass die Scheißviecher mich stechen. Wie gesagt, sie machen mir zwar keinen Schaden, aber es nervt. Gut, dann heißt es, ich habe jetzt ein bisschen was übrig. Und dann heißt es jetzt ganz schnell und hurtig darüber. Aua. Ja, du mich auch. Alles klar. Dann heißt es jetzt. Habe ich noch eine Zentrifuge irgendwo rumflacken? Jo, hab ich. Alles dabei. Sehr schön. Dann lassen wir es laufen. So, 51 habe ich hier. Sehr nett. Dass ich keine Sitz mehr da habe, ist nicht nett. Aber da alle verbraten, ich Depp. Jetzt ist die Frage, habe ich noch welche? Moment. Ich habe es wohl zu heiß gebaden, oder was? Glaub's ja. Klopft da einfach früh am Morgen an die Tür. Sei unhöflich, so früh zu schellen. So, okay. Hab ich noch Seeds? Ja, ich hab noch Seeds. Sehr schön. Danke. Sieht. Hier. Alles klar. So, und jetzt mache ich erstmal nur ein Stack. Und die restlichen Seeds schmeiße ich hier rein. Sehr schön. Das ist das, wenn da wegen mehr Energie durchflutscht. Dann geht es alles ein wenig zügiger. Oh, schon wieder voll. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt meinen anderen Rucksack, den hier. Ah. Kann ich das mal alles wegschmeißen? Und natürlich ist die Energie jetzt weg. Okay, das heißt jetzt, oh, sehr schön, das war jetzt ein Stack.
Und genau. Das heißt, das waren die ersten 10. Und ich habe hier noch etwas Mulch von Fermenter übrig. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wenn ich jetzt das noch wüsste. So, also, das heißt jetzt, wir haben jetzt gleich die Ölkapseln brauche ich auch noch. Komme ich ein? Halt. Ist jetzt die Frage, muss ich die abfüllen oder kann ich da draufklicken? Wäre natürlich schön zu wissen. So, ich nehme mir mal ein Stack mit. Ich glaube es fast nicht, dass es geht. Aber testen. Geht vor überhaupt nicht probieren. Und ich habe recht, es geht nicht. So, dich mache ich mal aus. Okay. Ha, super, ich habe die Gates natürlich jetzt weggebaut. Aber ich kann sein, dass ich sie gleich wieder brauche. Ja, die ruft. Nee, ich kann sie nicht abrufen, weil sie nicht. Geh mal runter. Heute klappt wieder alles hervorragend, merkt das? Ich brauche von dir 4 Stück. Ach so, haha. Und ich brauche 4 Redstone-Engines. Aber die müssten drunter sein. Glaube, ich habe noch genau jeweils eine drunter. Zwar nicht die Welt, aber so, okay. So, solange Liquid im Tank ist, genau, sollst du pumpen. Und Redstone-Signal. Und Redstone-Signal. Sehr schön. Das heißt, die pumpen jetzt wieder Öl rüber. Und dann heißt es, die können auch wieder pumpen. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, wie kriege ich jetzt das Öl da rein? Nehme ich mal die ein paar Eimerchen mit. Aha, ich hab eine Vermutung. Nein, geht auch nicht. Okay, dann heißt es jetzt, ich mache jetzt erstmal aus denen hier. Die Wasserzellen. Das heißt, die Flaschen müssen raus.
und gib ihm. Jawohl, sehr schön. Die laufen. Die laufen noch nicht. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich an die anderen Sachen ran, ohne dass ich mir da einen Genickschuss holen muss. Das heißt, von der einen Zelle in die andere. In der heutigen Zeit ist es ja kein Problem. Da haut man Thermal Expansion hin. Und dann macht es Klack und dann ist es gut. Aber. Oh, ich glaube, es ist wieder Energie da. Jawohl. Das heißt, ich brauche noch etwas Grease. Zack. Das muss ich jetzt einzeln reinschmeißen. Brauche nicht mehr viel. Sehr gut. Das heißt, ich habe hier Seed Oil Capsule. 64 Stück. Erledigt. Okay, dann heißt es jetzt, ich brauche den nächsten Stack. Und ich kann hier ausmachen. Tun wir mal schnell den Eimer hier weg. Nehmen wir die raus. Und ich habe Water Capsule. Erledigt. Ah, das ist nur die Frage. Kriege ich dieses Zeug hier irgendwie rein? Bekomme ich. Sehr schön. Das habe ich dann auch erledigt. Oh, bekomme etwas Zinn. Nett. Das heißt, ich glaube, ich werde schätzungsweise gleich, wenn das jetzt wieder klappt, was ich vorhab, hochjumpen. Ist wieder keine Energie mehr? Doch. Oh, der Mulch ist voll. Sehr schön, dann schauen wir mal. Ging ich da auch? Ah, Öl geht nicht. So, wir haben die Lavakapseln. Das heißt, sehr schön, wir haben die nächsten fertig. Ah, da ist der Rucksack. Das heißt jetzt, ich kann den Kaktus wegschmeißen. Rotten Flash. Den Bone. Flowers behalte ich, das behalte ich. Die Leaves können weg. Und die Seeds können weg, der Sand kann weg. Die Kisten meiner Meinung nach auch. So, das heißt, ich tue jetzt mal die Äpfel, die Melonen, die Leaves, die Flowers. Tue ich mal raus. Dann heißt es jetzt, zack, und die Äpfel rein.
So, und jetzt ist natürlich die Special-Frage. Geht es vielleicht mit Wasser? Ja, geht's. So, wenn ich jetzt wüsste, was das für grünes Zeug ist. Ich hätte gesagt, bevor ich jetzt eine von den Guten zerdeppe, zerdeppe ich eine von den Schlechten. Eins, zwei, drei. Klack, klack, klack. Und ich habe zwei Wachskapseln. Und ich frag dich mal, du bist eine Biomassekapsel. Nochmal fragen. Die kriege ich rein. Biomasse brauche ich. Ne, ich brauche doch. Biomasse brauche ich auch. Sehr schön. Das heißt, ich habe meine nächsten. Das heißt, ich brauche jetzt hier die da. Und hier die da. So, ich vermute, die Maschine ist wieder durch. Jawohl. So, 31. Das heißt, die Äpfel kommen da rein. Und jetzt heißt es wieder warten. So, den Mulch. Kann ich wieder da reinschmeißen. Ah, und das heißt jetzt, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das Öl da reinkrieg. Die andere Frage ist, kriege ich das Öl? In diese hier. Ich muss sie ja nur irgendwie da reinkriegen. Und da raus irgendwie. Also da kriege ich nichts. Da kriege ich auch nichts. Ja, dann kriege ich den Eimer. Äftel fällt daneben. Nö, auch nicht. Das ist jetzt die Special-Frage. Wie kriege ich das Öl in diese Maschine? Beziehungsweise in welche Maschine muss ich das Öl kriegen, damit ich es rauskriege? Fragen über Fragen. So wenig Antworten. Nämlich keine. So, okay, Armer will ins im Eck rumrennen.